Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play namens Palworld. Ja, ich weiß nicht besonders viel darüber, aber es ist wohl so eine Mischung so ein bisschen aus Pokémon, wie man ja schon hier im Hintergrund sehen kann. Auch so mit dieser Art von Pokémon in Anführungszeichen oder Pals fangen und aber auch eine Mischung aus so ein ja, Survival Building, sage ich mal. Man kann sich eine Basis erstellen und die ganzen Monster, sage ich jetzt mal, helfen einen dann dabei. Und ja, ich bin richtig, richtig gespannt, wie das Ganze sein wird. Ich schaue mal, ob ich direkt mehr Spieler starten kann, weil eigentlich wollte ich das Ganze zusammen mit dem Epi aufnehmen. Der hat aber leider im Moment noch keine Zeit und ich wollte jetzt nicht so lange warten, bis er Zeit hat, weil das kann bis nächste Woche dauern. Deswegen, ich versuche mal, einen Mehrspieler zu starten. Ja, und da bekommen wir direkt schon einen Hinweis. Privatserver sind derzeit experimentell, weil das Ganze ist ja noch im Early Access. Es kann sein, dass mehr Bugs oder Verzögerungen als im Einzelspielermodus auftreten. Auf Server mit einer besonders hohen Spieleranzahl wird es vermehrt zu Verzögerungen kommen. Und hier jetzt das Wichtige, für neue Spieler wird der Einzelspielermodus oder das Co-op-Spiel empfohlen. Jetzt gab es aber hier gar kein Co-op-Spiel, sondern nur den Einzelspielermodus, was mich jetzt ganz offiziell verwirrt. Deswegen bin ich jetzt einfach nochmal rausgegangen und gehe mal auf Spiel starten, in der Hoffnung, dass es eventuell im Nachhinein noch die Möglichkeit gibt, mein Spiel dann im Co-op zu spielen. Eine neue Welt erschaffen, Weltname, machen wir mal Gameplayerins. Island. Ich bin immer so wahnsinnig erfolgreich in Sachen Namen erfinden. Ah, und da kann man dann auf mehr Spieler angehen. Den Einladungscode für diese Welt findest du nach Spielstart im Optionsbildschirm. Ah, sehr schön. Beim Koop-Spiel mit vielen Teilnehmern kann die Performance des Hosts sinken. Es wird deshalb geraten, zum Hosten einen leistungsfähigen PC zu verwenden. Ich hoffe mal, dass mein Spiele-PC das gerade so noch hinkriegt für zwei Leute. So, mein Spielername, Gameplayerin natürlich. Nach Spielbeginn kannst du deinen Charakter nicht mehr bearbeiten. Oh, okay. Das ist schade, bin ich ganz ehrlich. Aber gut, ich meine, das ist ja bei vielen Spielen so. Also, Spielername bleibt natürlich. Oh, ich sehe aber ein bisschen komisch aus, gerade hier so um den Hüftbereich herum und dass die Beine so dick sind und die Arme so komisch aussehen. Okay, Voreinstellung. Wir haben hier eigentlich auch eine nette, die sieht auch ganz nett aus. Die hat zumindest die richtige Haarfarbe, obwohl ich die Haare hier eigentlich ziemlich cool finde. Die haben halt nur die falschen Haare. Und hier unten sieht man dann auch nochmal die Kerle. Ja, es gibt... Ah, ne, das sind Frauen. Ja, es gibt genauso viele Männer wie Frauen, wenn auch nicht besonders viele. Körper, Typ 1, Typ 2, okay. Also Mann und Frau mit anderen Worten. Wir sind ein bisschen hellhäutiger, aber nicht so komisch orange, wie das jetzt hier. Wir sind doch nicht weiß. Wir können uns doch lila machen, das ist ja lustig. Nehmen wir mal die Farbsättigung mal ein bisschen... Kann das hier, kann man gar nicht einstellen. Doch, kann man einstellen. Oder die... Ja. Oh, das sieht ja ganz schlimm aus. Nee, lassen wir es mal so. Ich weiß nicht, wie es dann nachher aussehen wird, wenn es dann halt heller ist. Nur, wie gesagt, die Figur gefällt mir so überhaupt gar nicht. Beingröße, das ist alles auf 50. Oh, sieht überhaupt nicht unförmig aus. Gut, das passt dann jetzt ein bisschen besser zum restlichen. Was mache ich damit? Da kann ich nur in die Breite gehen. Da kann ich jetzt nicht die Brüste normal vergrößern. Schade. Gut, das Gesicht kann man dann nochmal ändern. Ich mache das jetzt auch nur einmal für euch, falls ihr euch das Spiel vielleicht selber zulegen wollt, damit ihr da mal so ein bisschen sehen könnt, wie unterschiedlich die Gesichter sind. Oha, das ist ja, das sind alle Männer hier, so wie es aussieht. Ja, ja.
Und kommen dann erst welche, die so in etwa aussehen wie Frauen. Nein, ich bleib mal beim ersten. Das ist dann schon ganz gut. Oh, man kann auch die Augen verändern. Ich nehme die mit Herzchen. Aber ich glaube, ich weiß nicht. Also der EP wird sich freuen, wenn ich ihm so entgegenkomme. Aber ich glaube, ich bleib mal bei den normalen Augen. Achso, und da sind die dann ein bisschen kleiner, okay. Augenfarbe sollte natürlich so ein bisschen realistischer aussehen, also kein Orange, so wie jetzt, sondern mehr ins Braune reingehen, wollte ich eigentlich sagen. Ja, ist jetzt nicht so richtig braun, aber das ist mehr braun hier, ne? Also man kann das so ein bisschen mit den Regler einstellen. Okay, Augenbrauenfarbe, ja, die hängt ja ab von den Haaren. Haarfarbe, können wir da auch ein bisschen mehr in unsere Richtung gehen? Oh ja, das Pink ist sehr schön. Das Pink ist sehr schön. Das kann ich leider nicht mehr machen, aber es ist sehr schön. Ich guck mal eben, da ist mal wieder nichts dabei mit wirklich langen Haaren, ne? Das sind nur diese Zöpfchen. Ja, schade. Irgendwie neigen die Spielemacher neuerdings dazu, den Leuten keine langen Haare mehr zu geben. Obwohl ich persönlich im Bekanntenkreis nur Leute mit langen Haaren kenne. Also fast nur. Das finde ich dann immer sehr lustig. Obwohl, ja gut, die sind schon lang. Die sind halt nur nach hinten zusammen gemacht. So, Stimme. Kann man die irgendwie... Stimmwiedergabe mit V? Yeah! Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Aber gut, wir beginnen mal das Spiel. So, nach Neubeginn kannst du deinen Charakter nicht mehr bearbeiten. Eine Bearbeitungsfunktion ist für ein zukünftiges Update geplant. Ja, das ist aber zumindest ein schöner Hinweis. Ja, und da sind wir. Und ich wollte mich nochmal entschuldigen, dass ich heute so ein bisschen quietschig irgendwie klinge. Aber mich hat es richtig erwischt übers Wochenende. Und ja, es wurde halt leider nicht besser, sondern im Gegenteil, es wurde schlimmer. B ist bauen. Das schreibe ich mir mal eben kurz auf. Ja, ich weiß, ich nerv euch damit. Aber weil ich mir diesmal nicht angeguckt habe im Vorfeld, was man machen kann. Ich kann eine primitive Werkbank bauen. Das ist gut, aber hier oben steht Tutorial. Sammle herabfallende Äste oder schlage gegen Bäume, um an Holz zu kommen. Das sieht doch schon mal gut aus, oder? Nein, du sollst nicht schlagen. Ach so. Okay, also mit E. E hat irgendwas mit dem Pals zu tun. Okay. Ich wollte mit E jetzt eigentlich aufheben, aber gut. Ich kann das anscheinend nicht aufheben. Das ist nur so eine Kante, ne? So ein Schatten. Ich dachte, das wäre ein Ast. Laufen können wir auch. Verbraucht aber Ausdauer. Springen. Oh, sieht schon mal sehr schön aus, muss ich sagen, von der Welt her. Ja, doch. Ich bin grafisch doch begeistert bisher. Ich sehe übrigens auch sehr schön aus, bis auf diese komischen Klamotten, die ich anhabe. Gibt es Fallschaden? Ich möchte es noch nicht ausprobieren. Wir können das ja mal später ausprobieren. So. Ah, ne, F. F, das ist ja total nervig. Du hast ungenutzte Statuspunkte. Ja, ein Level up nach 2 Ästen einsammeln. Moment, Statuspunkte. Stand das da nicht gerade? Öffne B. Oh, Hallöchen. Wer ist das denn? Mein erster Questgeber? Aber das mit den F, das ist echt nervig. Kann man das nicht eventuell einstellen? Ich probiere mal eben, ob ich das umstellen kann. So, ich habe es jetzt umgestellt und hoffe mal, dass das funktioniert. Wir schauen mal eben hier, aber es funktioniert nicht. Das ist immer gut. Ja, also ich habe nochmal nachgeschaut. Es ist auf jeden Fall gespeichert, aber nö. Er will das nicht umstellen. Es steht jetzt alles auf E, aber ich muss trotzdem noch F drücken. So, Technologie erhalten. Schnellreise kann ich machen.
Öffne mit Escape das Optionsmenü und schau dir den Survival Guide an. Survival Guide, der ist hier. Womit fange ich am besten an? Spielziel, die Pals. Eigentlich will ich davon gar nichts angucken, weil ich das Spiel erstmal ein bisschen austesten möchte. Ah, da. Da, da sind auch die Technologien. Sehr schön. Ah, okay. Und wie ihr sehen könnt, haben wir noch jede Menge, was wir freischalten können, was wir hoffentlich dann später auch mal bauen können. Wir können sogar einen Schneemann bauen. Das ist geil. Verschiedene Bälle, so wie es aussieht. Ultrasphäre. Das ist das Einzige, was ich mitbekommen habe, dass das diese Sphären sind, glaube ich, sowas wie die Pokebälle. So, Inventar kann ich mir auch angucken. Sehr schön. Das Team besteht aus den Pals. Und, Moment, ich habe gerade noch was gesehen. Es gibt den Paldex. Was für ein Zufall. Ja, mehr sagen wir jetzt nicht, ne? So, was ist mit dir denn? Hallo? Hallo, kann man dich knuddeln? Kann man dich knuddeln? Kann man dich hauen? Hauen kann man dich auf jeden Fall. So, Moment. Das mit dem E klappt aber nicht so. Oh. Was hast du denn für Probleme? Ich glaube, der kommt nicht hoch. Okay, reden wir mal mit ihr. Jemand, der nicht nach Pals riecht, ist mir länger nicht mehr untergekommen. Drücken. Diese Insel ist die reinste Hölle. Von denen, die mit mir herkamen, ist keiner mehr am Leben. Einer nach dem anderen wurde sie von wilden Pals abgemurkst. Pass bloß auf dich auf. Ein paar Ressourcen kann ich dir zwar geben, aber um hier überleben zu können, musst du dich selbst ranhalten. Okay, dann gib mir ein paar Ressourcen, bitte. Hallo? Ich dachte, du gibst mir Ressourcen. Boah, bin ich müde. Anfangs habe ich für jeden Einzelnen ein Grab geschaufelt, aber irgendwo bei 100 habe ich aufgegeben. Wer hier pennt, lebt nicht lange. Wenn man einen Pal gezähmt hat, gibt es noch einen Hoffnungsschimmer. Aber keiner meiner Kameraden hat das hinbekommen. Hey! Hast du da etwa eines dieser antiken Geräte? Damit solltest du Palsphären herstellen können. Und wenn du Palsphären hast, kannst du Pals fangen. Oh Gott, sag das dreimal ganz schnell hintereinander. Okay. Das hört sich gut an, aber... Ach, mit I komme ich gar nicht ins Inventar. Okay, das muss ich mal hier drüber machen. Ich wollte doch gar nicht ins Inventar. Ich wollte in die Technologie, fällt mir gerade ein. Also, primitive Werkbank zur Fertigung einfacher Gegenstände. Da brauchen wir 16 Holz für. Okay. Und dann brauchen wir nochmal Holz, Bruchstücke und Stein. Bruchstücke kriegen wir wahrscheinlich dann mit der Spitzhacke. Vermute ich jetzt mal einfach. Wähle die primitive Werkbank aus. Ich kann aber noch keine machen. Moment, ich mache jetzt einfach mal... Nicht das, was da steht. So, du hast ungenutzte Statuspunkte. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch hier oben was reinsetzen, nehme ich mal an. Sphäre freischalten. Ja, genau, jetzt ist nämlich von den 7 Punkten, habe ich jetzt nur noch 6 Stück als Restpunkte. Das ist gut. Bauwerk Palbox. Eine Anlage zur Aufbewahrung gefangener Pals. Okay, aber ich denke mal... dass wahrscheinlich für die Gerichte das jetzt erstmal wichtiger ist. Wobei das alles nur eins ist, ne? Reparaturbank, Bauwerk, eine Truhe. Truhen sind immer gut. Schalten wir mal frei. Schalten wir einfach mal alles frei, was hier unten ist. Ein Set, mit dem nur ein Lager... Ja, also die Grund... die Grundsachen. Baue ich dann auch die Reparaturbank. Die spare ich mir jetzt erstmal eben auf. Aber ich würde gerne... Eine Sphäre kann ich herstellen, ja. Aber ich würde eigentlich gerne erstmal gucken, ob ich hier noch irgendwo ein paar Steine oder so finde. Was haben die gesagt? Man kann auch gegen Bäume schlagen. Probieren wir mal aus. Ah, okay. Ich weiß nicht, wie kaputt meine Hände danach sein werden, aber es funktioniert. Wir haben schon 7 Holz und 2 Fasern. Sehr gut. Wie viel brauchen wir denn? Ach, ich vergesse jedes Mal. Oder kann man das über Tab machen? Ah, über Tab. Über Tab kommt man direkt rein. Das ist gut.
Achso, für die Werkbank brauchen wir nur 23 Holz. Okay. Und wir haben jetzt genau 23. Ja. Dann stellen wir die Werkbank, würde ich sagen, doch mal hier oben auf, oder? Kann man die danach wieder mitnehmen? Vermutlich nicht. Die große Frage ist, wo wollen wir denn unsere kleine Basis hinstellen? Hier unten ist eigentlich eine schöne Ecke. Da ist ein Kristall. Moment. Seid nicht mal aggro auf mich, oder? Ich wollte nur mal ausprobieren, wie meine Fäuste wirken. So, Steine. Kleine Palseele. Das hört sich ja süß an. Was ist denn das? Die Seele eines verschiedenen kleinen Pals. Opfere sie einer Statue der Kraft, um ihr verborgenes Potenzial zutage zu fördern. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber es hört sich irgendwie schön an. Obwohl, naja, opfern hört sich nicht unbedingt schön an. Sammeln wir uns hier mal ein paar Beeren. Ich denke mal, die brauchen wir dann auch zum Essen. Wir haben ja sonst nichts anderes. Oh, was ist das? Eisen oder sowas? Funktioniert das? Ne, ist normaler Stein. Aber das ist cool. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie unsere Hände danach aussehen werden, aber das ist cool, dass man so auch schon was bekommt. Also noch nicht von Anfang an Werkzeug machen muss. Das ist wirklich cool. Ich hoffe, die Dinger gehen nicht weg, dass sie irgendwann mal kaputt sind. Hier unten ist eigentlich ein ganz schöner Ort, finde ich, wo wir was hinbauen könnten. Dann würde ich sagen, machen wir einmal die Bank. Öffne mit B das Baumenü. Ach so, mit B. Ach. Ja, ich muss mich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Ich gebe es zu. So, primitive Bank. Dann beginne mit F mit dem Bau. Ah, hier kann ich dann die Sachen machen, okay? Da brauche ich noch ein Paldium-Bruchstück für. Wo ich das herkriege, ich habe absolut keine Ahnung. Ach so, greife ein Pal. Ne, Moment. Ich kann es nicht lesen. Stelle eine Sphäre hin, greife an und wirf damit Q. Mit Q. Okay, ganz wichtig, darf ich nicht vergessen. Q sind die Bälle. Oder Sphäre hier, ne? Wenn ich sehr nach Pokémon klinge, dann liegt das daran, dass ich jahrelang Pokémon als Karten gespielt habe, als ich jünger war und jahrelang geschaut habe und alles. Suche dir eine flache Stelle und baue eine Palbox. Das umliegende Gebiet wird zu deinem Lager. Ah, okay, gut zu wissen. Nee, Moment, die Palbox, die muss ich dann hier wahrscheinlich machen. Komme ich denn da jetzt wieder rein? Mit F. Okay. Ja, ich drücke halt automatisch immer das E. Aber ich kann hier auch nicht eine Palbox oder irgendwas bauen. Doch da, Palbox. Wie viel brauche ich denn? Da brauche ich auch schon wieder ein Bruchstück für. Ich brauche für alles Bruchstücke. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich diese Bruchstücke herkriege, würde ich sie mir besorgen und würde das machen, was da drin steht. Schauen wir uns hier mal so ein bisschen um. Also, Stein und Holz ist schon mal gut. Von euch kriege ich gar nichts, ne? Nee. Oh, was ist denn das große Viech da unten? Ich hoffe, das ist kein Bossgegner oder sowas. Sonst bin ich, glaube ich, ziemlich am Arsch. Was bist du? Können wir das überhaupt abbauen? Bruchstücke! Ah, sehr gut. Sehr, sehr geil. Da brauchen wir aber mehr als eins von, leider. Mal schauen. Ich kann wirklich nur hoffen, dass die nicht komplett abgebaut werden können, sondern dass man dann mal wieder so ein bisschen was bekommt. Aber es ist unheimlich mühsam, ohne Werkzeug tatsächlich
an den Dingern zu arbeiten. Ich glaube, 4 haben wir jetzt insgesamt, ne? 5? Schauen wir mal eben. Ne, 6 haben wir sogar schon. Oh, was ist denn da unten? Das Grüne, was so leuchtet? Komme ich hier jemals wieder hoch, wenn ich da jetzt runtergehe? Da ist auch noch was Leuchtendes. Moment. Och, jetzt habe ich mich vor meinen eigenen Schrecken, vor meinen eigenen Schatten erschrocken. Was ist das denn? Komme ich da rein oder kriege ich da irgendwas? Ersaufe ich, wenn ich ins Wasser gehe? Aufheben? Du hast Notizen eines Schiffbrüchigen. Tag 2 aufgesammelt. Cool. Kann man die auch lesen? Ich habe keine Ahnung. Also, wie gesagt, ich gehe hier komplett neu in das Spiel rein. Ich habe mich auch vorher diesmal nicht informiert. Und also informiert schon, worum es dabei geht. Und dass mir das wahrscheinlich große Freude machen wird und alles. Stand auch schon etwas länger bei mir auf der Wunschliste. Wie komme ich denn jetzt hier wieder hoch? Sterbe ich, wenn ich ins Wasser falle? Oh, nee, ich kann klettern. Das ist schon mal gut. Gut zu wissen, meine ich. So, was ist mit dir? Du siehst mir so anders aus. Zeig mal, was du verbirgst. Was du versteckst. Erz. Aha, sehr schön. Okay. Hier war doch irgendwo dieses Leuchtende. Oder? Oder war das da unten? Ah, das ist Palium. Der sieht aber auch irgendwie... Der erinnert mich an dieses eine Pokémon. Man darf es nicht zu laut sagen, ne? Von wegen Copyright und so. Wieso hatte der eine jetzt ein Fragezeichen dran? Gucken. Ach, da ist noch eins im Wasser. Ach, wie süß. Ach, da unten war das Grüne. Ah, okay. Gehe ich nochmal eben zurück. Das ist direkt am Wasser. Upp, wo kommst du denn auf einmal her? Aber es ist doch schon ein bisschen nervig, muss ich sagen, mit der Ausdauer. Weil wenn die Ausdauer runtergeht, kann man danach nichts mehr machen. Komme ich denn jetzt hier runter, ohne zu sterben? Kann ich dabei überhaupt sterben? Ich will es nicht ausprobieren, ehrlich gesagt. Aber ich nehme an, das schon, weil sonst könnte man nämlich so nicht runterklettern. So. Ich hoffe, dass jetzt hier nichts auf mich aggro wird. Sammle Lifmunk-Statuetten und opfere sie zu einer Statue der Kraft, um dein Geschick beim Fangen von Pals zu verbessern. Okay. Wenn ich jetzt darüber laufe, greift der mich dann an? Oder sind die friedlich? Was bist du denn? Eine Palsfähre. Oh, sehr cool. Ein Hilfsmittel, mit dem sich Pals fangen lassen. Ist Massenware und wirkt deshalb nur bei schwachem Pals. Okay. Ja, aber ist nicht schlimm. Wir versuchen direkt mal den großen Klops da hinten zu kriegen. Nein, natürlich nicht. Es ist übrigens sehr dunkel. Ich sehe hier überhaupt gar nichts. Ich werde jetzt wahrscheinlich sterben bei dem Versuch, einfach nur an ihm vorbeizugehen, oder? 35. Ja, scheint ein Boss zu sein. Ich vermute mal, dass das dieses Symbol bedeutet. Hallo, guten Tag. Noch wirst du nicht aggro? Er sieht aber schon geil aus irgendwie. Achso, da... Oh, oh. Wird der aggro, wenn ich dem das Ei klaue? Ist nicht von ihm, ne? Okay. Ist ein liebes Monster. Sehr gut. Okay. Ich wollte gerade sagen, hat mich da jetzt was anderes angegriffen in der Zeit oder was? So, rote Beeren. Achso, das war aber, glaube ich, dieses normale Erz hier, oder? Ich kann es im Dunkeln ehrlich gesagt nicht sehen. Ja, ja, es ist das normale Erz. Na gut. Das nehmen wir alles mal hier. So, was ist jetzt besser? Wen von euch nehme ich jetzt? Ihr macht Blubberblasen. Ihr seid am Schlafen. Vielleicht kann ich euch fangen, während ihr am Schlafen seid. Wobei ich nicht weiß, nehme ich lieber Moment, was zeigt uns der Pokédex, der Paldex an?
Werte? Keine Ahnung. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die Katze vielleicht besser ist als die anderen. Von der gibt es auch nicht so viel. Moment, da gibt es irgendwas Grünes noch da hinten. Mal eben gucken. Vor mir, dass hier einer der dummen Hühner schnappt. Megasphäre. Wow. Eine Handfackel spendet Licht und Schutz vor Kälte. Ach, kalt wird es ja auch noch, oder was? Ach, du Schande. Ich denke, wir sterben jetzt gleich an der Kälte. Ich hab's ja gewusst. Also, die konnte sich aber auch nichts Vernünftiges anziehen hier. Ich will vorher noch was holen. So. Moment, hier ist nicht so viel Kälte oder was? Ich weiß gar nicht, wo ich gerade bin. Eine Karte haben wir auf jeden Fall. Auch wenn ich absolut keine Ahnung habe. Ebene des Aufbruchs. Ich nehme mal an, dass wir hier... Also immer geradeaus. Ah ja, da oben ist... Ja, okay. Wieso wird's kälter, je mehr ich zur Heimatbasis komme? Nee. Ach, wenn ich laufe, wird's kälter. Was ist das denn? Okay. Ich kann absolut nichts sehen gerade. Das ist richtig unangenehm. Gehen wir mal erstmal hier hoch. Von da aus runter, weil ich weiß absolut nicht, wie ich sonst auf die linke Seite komme. Oh, was seid ihr denn? Oh, da ist was mit Holz. Hallo, ihr seid ja schön. Ah, haben die was zu fressen im Maul, oder? Ich glaube, das gehört zu denen, ne? Oh, die sind ja niedlich. Aber Level 7, ich glaube, damit brauche ich mich gerade gar nicht anzulegen. Ist voll umständlich, immer auf das F zu drücken irgendwie. Ich muss immer erst gucken, dass ich die richtige Taste drücke, weil normalerweise ist E, da drückt man ja automatisch drauf. Du bist so eine Katze. Moment. Level 3, Level 1. Ich habe doch hier irgendwo... Da ist meine Bank. So, eine Holzkeule. Ja, die stellen wir mal her. Ich muss, wie gesagt, erstmal gucken, dass ich mich hier zurechtfinde. Obwohl es schon cool losgeht, muss ich sagen. Erhalten. Zack. Habe ich die jetzt auf 1 liegen oder sowas? Ich war... Netter Bauchnabel. mit Q war das mit dem Fangen. Ich hoffe, der andere wird jetzt nicht aggro auf mich. Hallo. Aufwachen. Fang deinen ersten Pal. Ja. Rufe einen gefangenen Pal mit F. Hallo. Nicht weglaufen. Oh, komm. Bleib stehen. Hab keine Angst. Ich wollte dir nur ein bisschen Kopfschmerzen bereiten. Komm her. Komm her. Wieso läuft er vor mir weg? Ich glaube, der hat wirklich Angst. Pals, die stärker sind als du selbst, lassen sich nicht kontrollieren. Ihre Fähigkeiten sinken deshalb auf Level... Ich weiß es nicht. Ich durfte es nicht mehr... Wenn ich jetzt nochmal... Ah, mit F kann ich den nochmal zurückholen. Konnte ich zurückholen. Ich darf es nicht gedrückt halten. Okay, gut. Wir haben unseren ersten Pal gefangen. Ja, geil. Was können wir denn jetzt noch machen? Ich würde mir gerne ein bisschen... So, erstmal eine Steinaxt halten. Mhm. Muss immer mal einen Schluck trinken nebenbei. Zumal es auch so kalt ist. So, erhalten, ja. Dann würde ich gerne noch eine Spitzhacke. Scheiß auf die Kälte jetzt gerade. Ist nicht so kalt. Was war das denn gerade? Hallo? Ist vielleicht doch kalt. Okay, ich guck mal eben. Eine Handfackel. Irgendwie sieht das nicht gut aus, dass das hier so... Nee, ich habe Hunger. Moment, ich habe Hunger. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich das Essen essen kann. Ich muss gleich mal gucken. Komm, stell das ein bisschen schneller her.
So. Hallo? Rote Beeren, Saatgut zum Anbau von Beeren. Vielseitige Zutat, die sowohl roh als auch unverarbeitet schmeckt. Kann ich auch ihm geben, kann ich aber auch selber essen. Das ist sehr gut. Ich esse erstmal ein paar. So, sehr schön. Was das mit dem Ei auf sich? Oh, Moment, das ist wie beim Pokémon, oder? Ist gleichermaßen als Spiegelei oder als Zutat in allerlei Gerichten lecker. Nee, ach, das ist das Verfallsdatum oder was? Oh, okay. Hallo, warum ist das so rot? Ich habe die Waffe in der Hand, das ist klar, aber wieso kann ich jetzt nicht... Ah, mit dem Mausrad kann ich wechseln, okay. Ach, das sind meine Lebenspunkte, die runtergehen. Dann hat das wohl doch mit der Kälte zu tun. Ja, jetzt ist die auf die Hälfte. Ah, okay. Sowas muss man ja erstmal wissen. Ich hätte jetzt direkt... Oh, Hallöchen, was bist du denn? Hukrates. Oh, Hallöchen. Aber Level 6, da ich ja noch kein Level 6 habe... und die nicht kontrollieren kann. Es ist halt ähnlich wie bei Pokémon, nehme ich mal an. Da kann man die dann ja auch nicht kontrollieren. So, dann schauen wir jetzt aber mal wegen dem Abbauen. Ich würde nur dann gerne was von diesen blauen Zeugs hier abbauen. So, die Frage ist, können wir das jetzt machen? Ah, es geht auf jeden Fall wesentlich schneller. Oh, und es macht es aber auch kaputt. Also anscheinend sind die doch nur, ja, ich sag mal, abbaubar, dass sie komplett weg sind. Schade. So, dann bauen wir ein bisschen was von dem Erz da hinten noch ab, würde ich sagen. Ich wollte gerade sagen, wieso kann ich jetzt nicht laufen? Ah, hier ist auch nochmal so ein Viech. Gut zu wissen. Hallöchen. Und nicht weglaufen. Hallo, ich mag dich doch. Die sind einfach nur niedlich. Ich könnte hier den ganzen Tag einfach nur rumlaufen und den Viechern hinterherlaufen. Und so ein Pokédex-Sammlung, Entschuldigung, Paldex-Sammlung anfertigen. Ja, okay, wir hatten jetzt nicht genug Ausdauer, weil wir jetzt gelaufen sind. Das ist, wie gesagt, jetzt ein großer Nachteil. Also das wäre schön gewesen, wenn das halt eben keine Ausdauer verbraucht oder so. Okay, 6 Stück haben wir bekommen. Die würde ich gerne alle einsammeln, damit wir uns erstmal so ein paar Bälle machen können. Und was ich mitbekommen habe... Achso, das war ein Level-Up. Ich wollte gerade sagen. Ich habe immer noch unbenutzte Statuspunkte. Ja, ist ja gut, dann gucken wir einfach mal. 13 Stück. Wir können auch weitermachen. Hat der mich jetzt da oben erschreckt? Also, wir können ein mieses Bett bauen. Oder ein Strohbett. Pals, die nachts in einem Bett schlafen, generieren ihre GEI, was auch immer das ist. Pals, die kein Bett haben, generieren keine. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall freischalten, würde ich mal sagen, damit die schlafen können. Und da es noch nichts Besseres gibt, schläft am Mensch drauf, werden ihm Lebenspunkte wiederhergestellt. Leg dich abends schlafen, um die Zeit bis zum Morgen vergeht wie im Flug. Ja, das habe ich mir schon gedacht, deswegen schalten wir das auch frei. Aus Stoff gefertigte Kleidung schützt sich vor nächtlicher Kälte. Das ist auch schon mal gut. Außerdem sehen wir damit wahrscheinlich dann nicht so doof aus. Ah, Futtertrog, der ist auch wichtig. Kann mit Futter gefüllt werden und Pals in deinem Lager werden sich daran bedienen. Das habe ich mal durch Zufall mitbekommen, als ich mich mal über das Spiel informiert habe. Schlingenfalle. Läuft ein Pal durch, wird er festgesetzt. Nur für kleine Pals und Menschen. Habe ich mich gerade erschrocken, aber das ist der Große da hinten.
Dieser Stoff lässt sich durch Verarbeitung von Wolle herstellen. Achso, für Rüstung. Da muss ich das auch freischalten wahrscheinlich. Mit Sperren habe ich es nicht so, bin ich ganz ehrlich. Wie viele Punkte habe ich noch? Pfeil und Bogen könnte ich theoretisch machen. Ja. Alarmglocke. Eine Glocke, mit der du die Alarmbereitschaft der Pals im Lager ändern kannst. Lege jederzeit fest, ob deine Pals bei einem Angriff Eindringlinge zurückschlagen oder sich auf die Arbeit konzentrieren sollen. Das ist ja richtig, richtig mies. Ich habe da so eine ganz, ganz miese... ganz mieses Gefühl. Oh, was habe ich denn hier alles auf dem Rücken? Weil ich denke, dass das heißt, dass die unser Lager angreifen werden. Das ist das Dümmste, was man aus Survival-Spielen mitnehmen kann in sowas. Und nebenbei bemerkt das Einzige, was ich immer gehasst habe und ausgeschaltet habe, sobald es ging. Das ist richtig, richtig mies. Okay, also 14 Erz haben wir auf jeden Fall schon mal. Ich drücke immer auf das E drauf. Was ist denn mit euch hier? Seit der Angst gab es abgehauen. Na gut. Da oben läuft einer. Genau, die blauen wollte ich holen. Was hast du nochmal für ein Level? Level 35. Ich meine, hallo? Da kann ich mich doch nicht mit anlegen. Gut, das ist auch ein Boss, muss man dazu sagen, ne? Ich hoffe, dem macht das nichts aus, wenn ich die Dinger hier einsammle. Solange ich ihn nicht treffe, hoffentlich nicht. So, was haben wir denn da unten? Oh, das sieht richtig schön aus. Jetzt, wo es wieder hell ist. Sieht richtig, richtig schön aus hier. Wir sammeln jetzt noch die drei Klümpchen hier ein. Also die erste Folge wird sehr lange werden. Es tut mir wirklich leid. Ich gucke auch mal, ob ich das Ganze so ein bisschen situationsmäßig zusammenschneiden kann. Ihr seid es ja eigentlich gewohnt, dass es mehr oder weniger ungecuttete Let's Plays bei mir gibt. Aber das ist natürlich sowas, wo man nicht unbedingt alles zeigen muss. Also wenn man jetzt in der Gegend rumläuft und man hat die ganzen Sachen dann irgendwann alle schon mal gesehen, dann muss man das natürlich nicht auch noch alles zeigen. Sondern man kann dann zeigen, wo man hingelaufen ist beispielsweise. Oder was man gerade gecraftet hat oder sowas in der Art. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir haben eine Angabe, wie viel wir tragen können. Du schleppst so viele Gegenstände mit dir rum. Fast nichts voll, aber... Oh ja. Ich kann auch nicht mehr sprinten jetzt. Also ganz offensichtlich, wenn man diese 350 Kilo oder was das... Ja, Kilo werden es wahrscheinlich nicht sein. Wenn man da drüber ist, dann kann man nicht mehr sprinten und... Ja gut, ich glaube nicht, dass die langsamer läuft als sonst. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber sprinten kann man auf jeden Fall nicht mehr. Das heißt, ich kürze das hier mal ein bisschen ab. Wir sehen uns gleich oben wieder. Leder. Ich habe gerade einfach so Leder hier rumliegen sehen. Das musste ich jetzt mitnehmen. Das konnte ich jetzt... Haben die gerade gekämpft? Das konnte ich jetzt nicht einfach so liegen lassen. Und eine Anmerkung muss ich noch machen. Springen kann man dann übrigens auch nicht mehr, wenn man überladen ist. So, wir sind da. Die Frage ist jetzt, Rezept wählen. Wir haben... wir können hier Kleidung machen oder Stoff. Wir haben auch Wolle. Die Frage ist nur, brauchen wir die Wolle für irgendwas? Ich würde jetzt erstmal sagen, dass wir... Was können wir denn Maximum machen? 6 Stück. Dass wir uns erstmal Bälle machen. Oder Sphären. Ne? Ihr wisst ja, wenn ich Bälle sagen oder Pokémon oder sowas, dann nehmt es mir nicht übel. Ich bin da halt einfach so drin. So, können wir jetzt schon wieder ein bisschen... Ja, ein bisschen besser können wir auf jeden Fall laufen. Dann das Baumenü. Wir können eine Palbox machen, aber dazu brauchen wir noch einmal Stein und viermal Holz. Wie ist das mit 1 und 3?
Eine Holztruhe hätte ich gerne. Da brauchen wir aber auch Stein und Holz für. Oh, das ist aber schlecht. Weil ich bin jetzt schon total... total voll. Aber hier oben ist ja noch was. Dann würde ich sagen, holen wir uns das einfach hier oben. Fasern, Holz. Wir wollen es jetzt nicht übertreiben. Sonst können wir gleich wieder nicht mehr laufen. So, noch ein paar Steine. Ich glaube, Steine brauchte man tatsächlich mehr. Oh ja, wir sind schon wieder überfüllt. Ein Palladium-Bruchstück war jetzt da drin. Das waren noch die, die wir... Achso, wir haben die noch gar nicht genommen. Ah, okay. Die wir für die Sphäre eben gemacht haben, oder nicht? So, dann machen wir jetzt erstmal eine Holztruhe. Die stellen wir mal so schön hier daneben. Zack. Dauert dann einen Moment. Halten zum Stornieren. Kann man aber nicht mehr. Nee, kann man nicht mehr später machen. Sicherheitseinstellungen. Verriegelung aktiviert. Ach! Das ist ja cool, wenn man halt mit mehreren Leuten spielt. Das ist cool. Dann schneide ich das gerade mal kurz raus und mache mir da ein Passwort rein. Obwohl, nee, andererseits ist es auch Blödsinn, weil sowieso keiner bei mir auf den Server joint, der nicht hier reinkommt. Dementsprechend mache ich da jetzt kein Passwort rein. Aber ich kann das mal eben öffnen und ich kann mal eben die ganzen Erze darüber machen. Rechts verschieben, sehr schön. Dann Megasphäre. Die verbesserte Wirksamkeit macht den Fang von einer größeren Auswahl an Prals möglich. Ich würde aber lieber erstmal mit den kleineren arbeiten. Nicht, dass ich die jetzt aus Versehen benutze. Die will ich jetzt auch nicht aus Versehen hier irgendwie. Leder auch nicht. Wolle mache ich gleich noch was mit. Stein und so ist klar. Bärensamen müssen wir später mal gucken. Hälfte nehmen. Hälfte nehmen. Kann ich das so? Nee. Da steht zwar die Hälfte nehmen, aber er nimmt da nicht die Hälfte. Achso, Shift. Achso, Shift und die Hälfte. Ah, okay. Dann nehmen wir da nochmal die Hälfte von. Podiumbruchstück. So. Dann brauchen wir da noch Holz für. Das heißt, wir können hier nur eins machen gerade. Naja, gut. Okay. Da mache ich noch einmal schnell Wolle als letztes. Beziehungsweise Stoff. Das habe ich nicht drauf geachtet. Wir können drei Stück machen. Damit wir uns vielleicht schon was machen können zum Anziehen. Das wäre natürlich cool. Weil, wie gesagt, so wie wir jetzt aussehen, das ist... Ich meine, das ist schön, wenn es warm ist, ne? Aber das Röckchen kann ich auch gerne behalten. Aber das Oberteil ist halt so ein bisschen... Sieht komisch aus, weil der Körper halt so komisch aussieht. Sie ist so voll muskulös irgendwie. So. Können wir? Ja, können wir. Wir hätten sogar noch zwei gebraucht. Dann machen wir das noch eben schnell. Wobei schnell natürlich immer so relativ ist bei diesem Spiel, habe ich festgestellt. So, dann die nächste Frage wäre, wie kann ich jetzt, nee, Moment, Baumenüs hier, wie kann ich ein Bett machen? Lagerfeuer, ja, das würde ich auch gerne noch machen, Bett. Fasern habe ich reingetan, oh, eine Wolle hätte ich noch gebraucht und Holz. Okay, ist aber schnell zu machen, sage ich mal. Fasern, Holz auch für deren Bett, das ist gut und das Lagerfeuer brauche ich auch Holz. Okay, also Holz und Wolle. Verteidigung, Alarmglocke, da brauchen wir noch Steine für. Na gut, dann also Holz, Wolle und Steine. Das sind dann die Sachen, die wir in der nächsten Folge auf jeden Fall holen werden. Beziehungsweise, ich werde die vielleicht offline dann schon mal ein bisschen holen, damit wir die Sachen dann direkt erstellen können. Und ja, dann war das erstmal schon mal so ein erster Einblick ins Spiel. Der war noch recht klein. Ich weiß noch nicht so genau, was man jetzt alles hiermit machen kann. Aber es sieht bisher schon mal ziemlich gut aus. Und vor allen Dingen die Grafik. Also ich finde, es sieht... Es ist natürlich keine Real-Grafik oder so, aber es sieht richtig, richtig nice aus. Und ich bin echt gespannt. Die Ressourcen scheinen auch relativ gut wiederzukommen.
Aber da müssen wir dann mal gucken. Also wir haben das ja oft gehabt, zum Beispiel bei Palia war es ja auch so, dass es besser gewesen wäre, am Anfang viele Ressourcen zu sammeln, weil man danach nicht mehr so viele Ressourcen bekommen hat, größtenteils. Und ich hoffe jetzt nicht, dass das hier auch so sein wird. Aber ich bin mal gespannt. Also wie gesagt, ich werde heute auf jeden Fall noch was aufnehmen, aber da ich nicht weiß, wann der Epi genau Zeit hat, wird er dann erst später hinzustoßen können. Und ich habe noch absolut keine Ahnung, wie man das überhaupt machen kann. Ich denke mal, er muss sich dann ein eigenes Bett craften und so weiter. Ich weiß auch gar nicht, auf welchem Stand er gerade ist, weil ich weiß, er hat es auch angefangen zu spielen. Ich bin einfach gerade total hibbelig und will weitermachen. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn. Hier beenden wir erstmal die große Einführungsfolge. Und ja, die nächsten Folgen werde ich da mal schauen, dass ich die nicht mehr ganz so lange halten werde. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.